Da hast du dieses Milliardenspektakel Fußball. Plötzlich rückt das ganz, ganz weit in den Hintergrund. Plötzlich kämpft ein junger Mensch einfach um sein nacktes Leben. Und dann stellt sich plötzlich die Frage doch wieder, welche Rolle spielt dieses Milliardenspektakel im Hintergrund? Dann kommt diese Entscheidung weiterzuspielen. War die richtig, war die falsch? Also für mich war sie abgrundtief falsch. Die UEFA hätte eingreifen müssen und sagen müssen, hier jetzt heute nicht und auch nicht morgen Mittag um 12. Irgendein Spiel hätte man mal verschieben können, dass die Jungs mal 2-3 Tage nachdenken können. Aber am nächsten Tag oder jetzt, das ist respektlos. Aber diese Respektlosigkeit dem einzelnen Menschen gegenüber, die erleben wir überall. Wir haben eben vorher ein bisschen diskutiert. Wir leben in einer Welt, wo Leid und Tod überall passiert. Und wir machen trotzdem weiter. Wir brauchen ja bloß die Nachrichten anzuschalten und sehen jeden Tag, was passiert. Aber wir machen weiter. Egal, ob wir in Kriegsgebiete schauen und dort Waffen hinliefern, ob unser Lebensstil dazu beiträgt, dass woanders Menschen sterben. Das wissen wir und wir machen trotzdem weiter. Also das hat mich nicht überrascht, dass es weitergeht. Das hat der Fußball nicht exklusiv. Mhm. Aber es war natürlich vom persönlichen Erleben her ungeheuerlich. Also ich konnte nicht mehr zugucken und ich habe es nicht verstanden.